Im Jahr 2000 ist der Mensch endgültig in den Weltraum aufgebrochen. Sogenannte Supi-Antriebe machen auch entfernte Winkel der Galaxis leicht erreichbar. Doch in den unzivilisierteren Regionen des Alls muss auch jemand für Recht und Ordnung sorgen. Die Erdenregierung hat dafür die Schaffung einer Gruppe interstellarer Söldner veranlasst. Der Weltraumwächter. Diese Einheit wird angeführt von dem deutschen Horst Liesermann, einem weltbekannten Revolverhelden. Weitere Mitglieder sind der japanische Shinji Murakami, ein Technikfreak, die Französin Mirabel Mirabeau, zuständig für diplomatische Beziehungen, und der russische Sprengstoffexperte Fjodor Rostopchin. Sie durchkreuzen die Galaxis in ihrem Sternenschiff Bismarck, das sich per Knopfdruck in einen riesenhaften Kampfroboter transformieren kann. Doch für ihr größtes Abenteuer benötigen sie Hilfe. Die Hilfe eines kleinen Jungen namens Malte. Malte! Ihr werdet schon sehen, wenn ich zurückkomme, bin ich ein echter Weltraumwächter.